Dieses einmalige Museum hält so viele Geschichten parat. Einige hiervon möchte ich in meiner zweiten Dokumentation präsentieren. Erinnerungen an die DDR. Datsche Rudi vom Bungalow-Typ B26Z mit 26 Quadratmetern Grundfläche. In der DDR wurde ein Bungalow oder Gartenhäuschen umgangssprachlich als Datsche bezeichnet. Der Begriff leitete sich vom russischen Wort Datscha, Gartenhaus, ab. 1989 gab es in der DDR 2,6 Millionen Wochenendgrundstücke. Fast jeder zweite Haushalt hatte so ein Fleckchen im Grünen gepachtet. Eine 350 Quadratmeter große Parzelle kostete lediglich 16 Mark im Jahr. In der warmen Jahreszeit setzten am Wochenende wahre Völkerwanderungen zum Grundstück im Grünen ein. Hier fanden besonders die Stadtbewohner ihren entspannenden Ausgleich. In der DDR war, im Unterschied zu den Regelungen im westlichen Deutschland, auch das Übernachten darin erlaubt. Obst- und Gemüseanbau waren meist vorgeschrieben. Besonders für die Kinder war es auch ein Abenteuer, bei dem es viel auszuprobieren und zu erleben gab. Bei komplizierteren Arbeiten am Häuschen und im Garten half man sich untereinander, ebenso wie meist gemeinsam abends darin gefeiert wurde. Das Wochenende im Grünen im eigenen Haus zu verbringen, gehörte zu den Lebensgewohnheiten vieler DDR-Bürger. Hier gestalteten sie sich ihren Ausgleich vom Alltag im Betrieb und der Stadtwohnung. Partei und Staat akzeptierten das als Verbesserung der Lebensbedingungen in Eigeninitiative und gestanden den Gärtnern wegen des von ihnen bewirkten besseren Obst- und Gemüseangebotes sogar eine gewisse volkswirtschaftliche Relevanz zu. Diese Wahnsinnslimousine, ein Horch 830 BL Pullman aus Baujahr 1939 mit 92 PS aus 3,8 Liter Hubraum, wurde zum Preis von 10.150 Reichsmark 2.995 Mal verkauft. In siebensitziger Ausführung mit Trennscheibe waren diese Limousinen typische Chauffeursfahrzeuge in ihrer Zeit. Am 10. August 1939 ging der hier gezeigte Wagen vom Band, wurde aber niemals verkauft. In den ersten Jahren wurde die Limousine im Werk Horch als Direktionswagen genutzt. Bis zu ihrer Stilllegung 1965 diente sie der Betriebssportgemeinschaft des VEB Sachsenring als Zugfahrzeug für Sportboote.
Wenn nicht hier in Zwickau, werden automobile Geschichten so gekonnt in Szene gesetzt. Zur Berliner Automobilausstellung 1931 stellten die Zschopauer Motorenwerke mit dem DKW Front das preiswerteste deutsche Auto vor. Dieser Kleinwagen passte in die wirtschaftlich schlechten Zeiten zu Beginn der 1930er Jahre. Eine technisch herausragende Neuerung war der Frontantrieb, der mit dem DKW F1 erstmal in Großserie gefertigt wurde. Vom DKW Front sind vom F1 der Jahre 31-32 bis zum F8 von 1939 über eine Viertelmillion Stück im Audi-Werk in Zwickau gebaut worden. Dieser F1 ist mit einem Zweizylinder-Zweitaktmotor in Reihe quer eingebaut ausgestattet. Aus 584 Kubikzentimeter leistet er bei 3800 Umdrehungen 18 PS. Auch DKW hat den frühen motorisierten Markt mit Motorrädern bedient. Hier präsentiert sich eine DKW Supersport 500 aus Baujahr 1929 mit 490 Kubikzentimeter und 18 PS Leistung. Ein Dreiganggetriebe verhalf der in Zwickau gebauten Maschine zu einer Spitzengeschwindigkeit von 120 Stundenkilometer. Ein stolzer Preis von 1.395 Reichsmark wurden damals für dieses edle Motorrad verlangt. DKW baute Edelkarossen wie dieses F5 Front Luxus Cabriolet von 1936. Vorgestellt wurde das Fahrzeug 1935 auf der Berliner Automobilausstellung. Die Öffentlichkeit war von diesem Cabrio begeistert. Es war das Topmodell der Frontwagenreihe und wurde schnell als kleiner Horch geehrt. Horch und Hornig lieferten die Aufbauten in besonders hochwertiger Ausstattung. Die Sitze und die Türverkleidungen waren in Leder ausgeführt. Der Beifahrersitz konnte als Liegesitz genutzt werden. Dieses 20 PS starke Fahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 85 Stundenkilometer und einem Verbrauch von 8 Liter kostete damals 3250 Reichsmark. Die Firma Bauer aus Stuttgart übernahm ab August 1936 die Karossierung des viersitzigen Cabriolets. Der letzte Wagen lief im März 1938 vom Band. In dieser automobilen Zeitreise hier in Zwickau gibt es viel zu entdecken. Wie zum Beispiel den Bau oder Aufbau eines Trabant. Hier steht die einzig verbliebene Fließstraße für die Duroplastfertigung. Hierüber gibt es aber schon viele informative Dokumentationen. Mein Bestreben ist es, viele Fahrzeuge aus dieser Ausstellung zu präsentieren und vorzustellen. Neben Horch, DKW und Wanderer zählte auch Audi zur Auto Union. Hier erleben wir ein Audi 920 Cabriolet von 1929. Die Auto Union Konzernleitung strebte für die Marke Audi Ende der 1930er Jahre eine Neuprofilierung an. Diese begründete sich durch den schlechten Absatz der Frontantriebsmodelle und durch Kundenwünsche nach mehr Dynamik und Sportlichkeit. Mit dem 920 kehrte Audi daher zum altbewährten Heckantrieb zurück und überraschte die Kundschaft zudem mit einer eleganten und modernen Karosserielinienführung.
In kürzester Zeit stellte der 920 einen regelrechten Verkaufsschlager im In- und Ausland dar. Doch blieb diesem Modell durch das kriegsbedingte Auslaufen der zivilen Fahrzeugfertigung 1940 der große Erfolg verwehrt. Horch produzierte auch fürs Militär, so wie diesen Raupenschlepper von 1942. Der unter der Fahrerkabine platzierte Motor mit 70 PS trieb über eine Kardanwelle die Hinterachsen an. Ein Richtungswechsel erfolgte durch Abbremsen der linken oder rechten Antriebsräder mit dem jeweiligen Handhebel. Ein Audi 18 Typ M Fahrgestell von 1927 mit einem 6-Zylinder-Reihenmotor aus der Feder von Erich Horn. Dieser Wagen war die Attraktion auf der Berliner IAA 1923 und bot alles, was technisch revolutionär war. Siebenfach gelagerte Kurbelwelle, Vierradbremse und Eindruckzentralschmierung. Er fand aber für seinen angemessenen Preis von 22.300 Reichsmark nur wenige Käufer. Bei Horch waren auch Fahrzeuge mit Aufbauten für den Einsatz bei Behörden erhältlich. Für die Polizei wurden daher auch Mannschaftswagen wie dieser angeboten. Das hier gezeigte Fahrzeug war ursprünglich jedoch kein Mannschaftswagen. In der Zeit während des Zweiten Weltkrieges entstand das Auto im Werk Horch aus Einzelteilen verschiedener Typen. Zunächst als Gerätewagen für die Werksfeuerwehr konzipiert, bestand die Karosserie seinerzeit nur aus der vorderen Sitzbank mit sich anschließender Pritsche und Ladewand. Das Chassis stammte dabei vom Horch 400. Der Neuaufbau zum Mannschaftswagen im polizeigrünen Lack erfolgte erst um das Jahr 1997 im Rahmen einer musealen Aufbereitung. Ein Horch 303 Feuerwehrmannschaftswagen von 1927. Ende 1926 präsentierte die Horchwerke AG den Horch 303 als künftig ausschließliches Produkt. Er besaß einen von Paul Daimler konstruierten 8-Zylinder-Reihenmotor. Die Ventilsteuerung erfolgte über zwei oben liegende Nockenwellen, angetrieben durch eine Königswelle. Für kommunale Aufbauten bot Horch Chassis unter anderem als Bestattungs- und Sanitätskraftwagen oder Feuerwehren an. Das Exponat ist 1935 von der Waggonfabrik Schumann Werdau aufgebaut worden. Der 8-Zylinder-Reihenmotor mit 3,2 Liter Hubraum und 60 PS ermöglichte diesem Gefährt eine Spitzengeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. Eine IFA F9 Limousine aus Baujahr 1953. Der DKW F9 mit 3-Zylinder-Motor stand zur Serieneinführung 1940 bereit, ging jedoch aufgrund des Zweiten Weltkrieges zunächst nicht in Serie. Mit der Umfirmierung 1948 und einigen Detailveränderungen wurde dieser F9 als Hoffnungsträger zur Leipziger Frühjahrsmesse vorgestellt. Die Serienfertigung begann 1950. Die Blechkarosserien lieferte das Werk Horch. Die Motoren kamen aus Karl-Marx-Stadt und die Endmontage erfolgte im Werk Audi. Der 3-Zylinder-Zweitaktmotor mit 900 Kubikzentimeter leistete 28 PS und verbrauchte dabei 10 Liter auf 100 Kilometer. Ein LKW aus ganz frühen Jahren.
Dieser Horch 25 mit 42 PS aus Baujahr 1916. Die Firma Horch stieg 1906 in die Nutzfahrzeugsparte ein. Mit Aufbauten für Sanitäts-, Liefer- und Pritschenwagen wollte man sich ein weiteres Standbein aufbauen. Dies erwies sich in der Kriegswirtschaft während des Ersten Weltkrieges als Glücksgriff. Der hier gezeigte LKW ging 1916 zur Kavallerie. Zwar versah man Nutzfahrzeuge mit denselben Motoren wie PKW, allerdings waren sie meist in ihrer Drehzahl reduziert. Dieser Motor leistete dadurch nur 42 PS statt 55. Von allen bei Horch zwischen 1909 und 1923 gefertigten Nutzfahrzeugen überlebte nur dieses Exemplar. Dieser LKW stand noch bis 1963 in Krimitschau im Dienst, bevor er schließlich dauerhaft stillgelegt wurde. Sollte ich mit meinen Dokumentationen zum Horch-Museum das Interesse für einen Besuch geweckt haben? Das Museum in der Audistraße 7 ist von dienstags bis sonntags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Aus eigener Erfahrung weiß ich, für einen Ausflug in die automobile Vergangenheit braucht man sehr viel Zeit. Wir museen uns.